Von Kindesbeinen an wollte Lucian nur wie sein Vater Urias sein, der ein Mitglied des uralten Ordens der Wächter des Lichts war. Lucian blieb zu Hause in Demacia, während Urias nah und fern die Lebenden vor den Geistern des schwarzen Nebels schützte. Urias unterhielt Lucian mit Geschichten seiner Abenteuer, in denen Mut und Einfallsreichtum zum Sieg verhalfen. Lucian hing an seinen Lippen und malte sich aus, wie er selbst die Bewohner Runeterras an der Seite seines Vaters rettete. Doch Urias wollte nicht, dass sein Sohn in seine Fußstapfen trat und hoffte, seine Familie vor dem gefährlichen Leben, das er selbst gewählt hatte, bewahren zu können. Lucian wartete auf den Tag, an dem er Urias Lehrling werden würde. Doch dieser Tag kam nicht. Stattdessen blieb Lucian in Demacia zurück und haderte zunehmend mit der Kultur des Königreichs. Insbesondere machte ihm zu schaffen, dass Demacia friedfertige Magier ins Hinterland verbannte. Lucian fand seine Erfüllung darin, die Verbannten auf ihrer gefährlichen Reise zu schützen. Seine Landsleute sahen nur Gesetzlose und reduzierten die Welt auf Gut oder Böse. Doch Lucian sah genauer hin und erkannte Menschen, die Hilfe brauchten. Bei seiner Rückkehr von einer dieser Reisen begegnete Lucian einer Fremden, die vor seiner Tür wartete. Sie stellte sich als Senna, eine Wächterin des Lichts, vor. Senna hielt Urias Reliktpistole in den Händen und erklärte, dass Lucians Vater verstorben war. Er war im Kampf gegen die längst verstorbenen Geister des schwarzen Nebels gefallen. Senna war Urias Lehrling gewesen und hatte jahrelang an seiner Seite gekämpft. Lucian war zutiefst erschüttert. Nicht nur war sein Vater tot, vor ihm stand auch eine Frau, die das Leben geführt hatte, nachdem er sich schon so lange sehnte. Als Senna sich verabschieden wollte, hielt Lucian sie an der Tür auf und bestand darauf, sich ihr anzuschließen. Er wusste, was als nächstes kam: die Totenwache für gefallene Wächter. Widerstrebend erlaubte Senna Lucian, sie zu begleiten. Unterwegs tauschten die beiden Geschichten über ihre Zeit mit Urias aus. Senna tröstete Lucian mit ihrer gerade heraus geäußerten Weisheit und Lucian linderte ihren Schmerz mit liebevollen Erinnerungen. Sie trafen an Urias Geburtsort, weit entfernt von Demacias Ländern, ein. Dort hielten sie die Totenwache für die gefallenen Wächter ab. Als sie sich zum Aufbruch rüsteten, rollten dunkle Wolken von der Küste heran. Geister manifestierten sich und griffen sie an. Lucian war entsetzt, aber Senna zog ihre Waffen mit grimmiger Gewohntheit. Dies war ihr Fluch. Seit ihrer Kindheit hatten die Tentakel des schwarzen Nebels sie überall hin verfolgt und ihr Grauen entfesselt, wenn sie irgendwo zu lange verweilte. Senna kämpfte gegen eine der Kreaturen, als diese ihr mit ihren Klauen Urias Pistole entriss. Lucian holte sie zurück und spürte, wie sich sein Schicksal vor ihm entfaltete. Die sengende Trauer in seinem Herzen manifestierte sich zu einem Lichtblitz, der aus der Pistole schoss und den Geist ablenkte, so dass Senna ihn beseitigen konnte. Senna wehrte die restlichen Geister ab, bevor die beiden aufbrachen. Der Nebel blieb ihnen ständig auf den Fersen. Nie zuvor hatte ein Uneingeweihter eine Reliktwaffe der Wächter abgefeuert. Zum ersten Mal hatte Lucian Senna sein Potenzial gezeigt, sich dem Orden anzuschließen. Schließlich vertraute sie Lucian die Pistole seines Vaters an und lehrte ihn die Strategien und Grundsätze der Wächter. Er erwies sich dieser Lektionen als würdig. Allmählich bildete sich ein Band zwischen ihnen. Lucians Wärme und Charme waren das perfekte Gegengewicht zu Sennas Disziplin und unerschütterlicher Entschlossenheit. Lucian und Senna kämpften gegen die unzähligen bösen Kräfte, die aus dem schwarzen Nebel hervorbrachen, und ihr Vertrauen zueinander wandelte sich in Liebe. Je näher Lucian Senna kam, desto mehr wurde er des Fluchs gewahr, den sie in sich trug. Jeder Konflikt härtete ihn ab und spaltete die Welt in Licht und Schatten, in Gut und Böse.
Luciens Verlangen, Senna zu heilen, wurde zu einem Kreuzzug, den er mit rücksichtslosem Eifer verfolgte. Als die beiden Wächter ein vergessenes Gewölbe nach einem Heilmittel durchsuchten, wurden sie von dem monströsen Geist Trash angegriffen. Der schaurige Kettenwächter war ein gefährlicher Gegner. Als Senna rief, sie sollten sich zurückziehen und neu aufstellen, weigerte Lucien sich, von ihm abzulassen. Blindlings warf er sich in den Angriff, doch bald erkannte Lucien seinen Fehler, da Trash die Oberhand gewann. Senna stellte sich Trash in den Weg und flehte Lucien an, fortzulaufen. Als der Staub sich setzte, lag Senna tot vor ihm. Ihre Seele war von Trashs elendiger Laterne an sich gerissen worden. Sennas Opfer wurde beinahe zu Luciens Untergang. Jahrelang streifte er durch Runeterra. Nur noch die Hülle des Mannes, der er einst war. Seine frühere Wärme verdrängt durch Zorn und Bitterkeit. Lucien führte jetzt beide Pistolen, seine und Sennas, und jagte Trash in der Hoffnung, die Laterne zerstören und so seiner gefangenen Liebe vergessen gewähren zu können. An dem Tag, als dieser Kampf endlich stattfand, zerstörte Lucien die Laterne. Doch Senna fand keine ewige Ruhe. Sie erstand wieder auf. Luciens und Sennas Liebe ist ein Band, das selbst der Tod nicht durchdringen konnte. Während Lucien Mühe hat, Sennas veränderte Gestalt zu begreifen, muss er sich mit sich selbst auseinandersetzen. Lucien kämpft nun daran, wieder zu seinem früheren Selbst zu werden, während er sich mit der Realität auseinandersetzen muss, dass die ihm verhassten dunklen Mächte jetzt alles sind, was Senna an seiner Seite hält. Senna ist mit dem Wissen um eine neue Mission zurückgekehrt, aber Lucien ist weiterhin davon besessen, Rache an Trash zu üben, weil er sicher ist, dass die Ränke des Kettenwächters gerade erst begonnen haben. For Senna!